Tiefseebergbau. Mineralische und organische Formationen der Erdkruste, die für die Menschheit wertvoll sind, gehen allmählich zu Ende. Es werden nicht mehr viele Jahrzehnte vergehen, bis die Gewinnung von Bodenschätzen an Land völlig unzugänglich sein wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man diese Branche aufgeben muss, denn in den Tiefen der Ozeane verstecken sich viele unbekannte, darunter auch völlig neue, vom Menschen unberührte Quellen von Mineralien, Erz und anderer Rohstoffe. Aus diesem Grund konzentrieren sich heute viele Unternehmen auf Geräte für die Fossilgewinnung. Eines der Unternehmen ist Nautilus Minerals mit Sitz in Vancouver, Kanada. Experten dieses Unternehmens waren die ersten, die begonnen haben, den Meeresboden nach potenziellen Quellen für Kupfer, Gold, Silber und andere ähnliche Materialien zu erkunden. Speziell für diese Zwecke haben Ingenieure der britischen Firma Soul Machine Dynamics einzigartige Abbaugeräte entwickelt. Dies sind drei Arten eines Raupenroboters. Bei der ersten Maschine, dem Hilfsschneidegerät, handelt es sich um eine Vorbereitungsanlage, die schwieriges Gelände bearbeitet und Bänke schafft, auf denen andere Maschinen arbeiten können. Wartung von Stromnetzen. Bei der Wartung von Strommasten können die Arbeitsbedingungen sehr unterschiedlich sein. In einer Stadt gibt es normalerweise flache und asphaltierte Straßen. Auf dem Land hingegen ist die Situation genau umgekehrt. Hier sind die Arbeiter gezwungen, unter aggressiven Offroad-Bedingungen zu arbeiten. Eine nicht asphaltierte Fahrbahn kann zu einem unüberwindlichen Hindernis werden. Solche Spezialgeräte leisten aber Hilfe. Es handelt sich um zwei miteinander verbundene Geräte. Das erste und wichtigste ist der Panther T16. Er wird häufig für den Transport von Ausrüstung verwendet, wo die Bodenbedingungen den Einsatz von Radfahrzeugen nicht zulassen. Er hat eine erstaunliche Tragfähigkeit von bis zu 15 Tonnen. In diesem Fall transportiert der Panther T16 einen Kran. Dieser bringt den Bediener auf die erforderliche Höhe. Gründung. Die Basis eines Gebäudes ist einfach ausgedrückt eine riesige Betonkonstruktion, die leicht in den Boden eintaucht. Es gibt jedoch so etwas wie eine Tiefgründung, wobei der Boden das Gewicht eines massiven Gebäudes nicht immer tragen kann. Wenn der Boden nicht tragfähig genug ist, wird das Fundament früher oder später einsinken, außer man entscheidet sich für die Tiefgründung. Bei Tiefgründungen werden die Bauwerkslasten auf tiefliegende, tragfähige Bodenschichten abgetragen. Die Lastabtragung erfolgt über Fehlgründungen oder Fallwände. Die Gründung ist ein kompliziertes und teures Verfahren. Dazu werden solche Spezialgeräte benötigt. Dies ist das Drehbohrgerät LB44510. Es hat eine optimale Bauweise und kann mit verschiedenen Technologien bohren. Das gezeigte Modell ist das stärkste der Liebherr-Bohrgeräte-Serie. Mit einem Gewicht von 155 Tonnen bohrt er Löcher in den Boden mit einer Tiefe von bis zu 92 Metern. Dabei beträgt der maximale Durchmesser des Bohrlochs 3 Meter. An der Entwicklung des Gerätes haben hochkarätige Experten gearbeitet. Das Gerät garantiert eine hohe Leistung, auch wenn die Bedingungen auf der Baustelle extrem sind. Das Modell ist wirtschaftlich und kann lange ununterbrochen betrieben werden, ohne an Zuverlässigkeit zu verlieren. Das Drehbohrgerät bewegt sich problemlos zwischen den Baustellen. Mit dem Schnellmontagesystem kann man so schnell wie möglich loslegen.
Fahrbahn reparieren. Auf einer Autobahn in einer Großstadt wird Asphalt immer enormen Belastungen ausgesetzt. Rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen, wird die Fahrbahn von zahlreichen Autos benutzt. Niederschlag, Kälte, Motoröl, Chemikalien, all dies schädigt den Asphalt zusätzlich. Dabei müssen die Reparaturarbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen sein. Andernfalls kann die Sperre einer großen, stark befahrenen Autobahn die Verkehrssituation beeinträchtigen. Hier könnt ihr sehen, wie Reparaturen an einer der längsten Autobahnen Europas durchgeführt werden. Sie liegt in der Nähe von Berlin. An den Reparaturarbeiten sind professionelle Maschinen von Josef Vögle beteiligt. Insgesamt mussten 3 Fahrspuren mit einer Länge von 4,2 Kilometern ersetzt werden. Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass der neue Asphalt in einer homogenen, nahtlosen Schicht verlegt werden musste. Die Anforderung war klar formuliert. Der nahtlose Einbau über die komplette Breite von 15,5 Meter. Es gibt nur wenige Maschinen weltweit, die eine so schwierige Aufgabe bewältigen können. Eine davon war an diesem Projekt beteiligt, und zwar der Straßenfertiger Super 3000-2. Erstaunlicherweise kann dieses Spezialgerät Asphalt in einer durchgehenden Schicht mit einer Breite von bis zu 16 Metern verlegen. Schneeräumung. An Geräte, die in der kalten Jahreszeit Start- und Landebahnen bedienen, werden immer hohe Anforderungen gestellt. Dabei muss der Schnee so schnell wie möglich geräumt werden, damit die Landebahn nicht im Leerlauf steht und die Fluggesellschaften keine Verluste entstehen. Darüber hinaus müssen die Start- und Landebahnen einwandfrei gereinigt werden, da vom Endergebnis Menschenleben abhängen. Flughafendienste brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, wenn sie erstaunliche Schneeflüge wie diese im Arsenal haben. Das Modell heißt Övrasen TV1000. Es hat ein aerodynamisches Design, einen umweltfreundlichen Motor und eine fortschrittliche technologische Komponente. In der Karosserie sind viele Leuchten eingebaut, die die Arbeitssicherheit bei Dunkelheit erhöhen. Övrasen TV1000 ist so konzipiert, dass es auch unter schwierigen Bedingungen arbeiten kann. Die Maschine kommt auch mit einer 2 Meter hohen Schneeschicht klar. Holzbeschaffung. Die letzte Maschine, die wir euch zeigen, ist für den Forstbetrieb vorgesehen. In der Regel muss so eine Maschine mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Scorpion King von der finnischen Firma Ponzi verfügt über hervorragende Leistungseigenschaften, was sie auf dem Weltmarkt relevant macht. Mit den 8 Rädern und 3 gegeneinander verdrehbaren Rahmensegmenten sowie dem auf einer Gabelsäule ruhenden, über die Kabine hinweggreifenden Kranausleger erinnert die Maschine an einen überdimensionalen Skorpion. Bemerkenswert ist, dass das Modell auch für innovatives Design und Technologie ausgezeichnet wurde. Scorpion King wurde entwickelt, um auch unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten. Ein modernes aktives Stabilisierungssystem garantiert, dass die Fahrerkabine unter allen Umständen in ihrer ursprünglichen Position bleibt. Der Aggregatkopf zeigt ein optimales Verhältnis von Produktivität und Zuverlässigkeit. Und beachtet auch natürlich die einzigartige Geometrie des Kranauslegers. Da die Kransäule auf dem gleichen Drehkranz wie die Kabine montiert ist, hat der Bediener freie Sicht auf das Harvester-Aggregat mit der Sägeeinheit zum Abschneiden, Entasten und Ablängen der Bäume.